ein bisschen Proviant mitnehmen jetzt hier für das DFB-Pokalspiel. Ey, das wird eine lange Nacht, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Wollen wir uns die reinziehen? Ja, ich glaube, das geht klar. Und hier diese Cola und Vanille, ne? Cola, Vanille, absolute Empfehlung. Aber das Wasser, Jungs, das darf man nicht vergessen. So, alles bereit für eine geile DFB-Pokalnacht, hoffentlich. Oh, guck mal, was es hier noch so gibt. Ich habe keine Ahnung, was man hier alles nehmen soll. Die kenne ich noch aus Schweden. Mein Opa hat 13 Jahre lang in Schweden gewohnt, immer von Rostock nach Schweden mit der Fähre gefahren. Kennt ihr ja, nach Trelleborg. Also vielleicht die ein oder anderen. So, jetzt wird sich hier noch irgendeine Chipspackung gegönnt. Tzatziki ist da mal ausprobieren, habe ich bisher noch nie getestet. Schauen wir mal, ne? Genug auf jeden Fall. Fällt mir gleich alles runter. Let's go, let's go, let's go. Da fragt man sich die ganze Zeit, wo ist sein Schal geblieben für das DFB-Pokalspiel? Und der Benni hat sich den einfach geklaut. Benni, was soll denn das? Aber vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Da und guckt euch mal diese Aussicht an, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass Regensburg so schön ist, also ungelogen. Und die Donau fließt hier natürlich auch lang. Auswärtssieg, Auswärtssieg. Jetzt nochmal an alle herzlich willkommen zum Stadion-Vlog Regensburg gegen Hansa. Wir brauchen heute unbedingt ein Weiterkommen für den Verein. 500.000 Euro stehen auf der Uhr. Ich sitze jetzt hier am Ufer, am Donauuferrand. Und ja, Mann, um 20:45 ist die Partie. Da muss man schon sagen, es ist eine fragwürdige Ansetzung, aber es ist halt einfach so. Unter der Woche, am Mittwoch, ne, für uns Hansa-Fans extrem schwierig. Man fährt 6, 7, 8 Stunden, je nachdem, wer wo wohnt. Man muss arbeiten, es ist unter der Woche und deswegen natürlich extrem schwierig. Kann ich jeden verstehen, der hier nicht mitkommen kann. Aber wir haben es gepackt. Wir sind heute auf jeden Fall wieder am Start. Ich werde auch gleich hoffentlich noch den einen oder anderen Hansa-Fan sehen. Wow, und guck mal hier, wir haben einen Gast. Mietzi, ja hallo. Willst du zu mir kommen? Sag mal, was machst du denn hier? Das Ding ist, ich habe eine Katzenallergie. Ach du Scheiße, ich kann die eigentlich gar nicht streicheln. Ich habe leider nichts zu essen dabei. Guck mal, wie süß die ist. Ey, nein, das gibt's ja gar nicht. Ob du den Benni riechst? Ich habe leider nichts zu essen für dich. Eieiei, da wirst du hier aber in Regensburg gut empfangen. Ja, sehe ich auch so. Mach's gut. Auswärtssieg. Das Einzige, was mir auch ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, dass Hertel gesagt hat, dass er sich auf Düsseldorf fokussiert. Also eher natürlich auf die Liga. Ist auch richtig, ne, klar. Aber ja, ich hoffe einfach nicht, dass sie heute irgendwie auch 3-4-0 nach Hause geschickt werden. Das wäre absolut traurig. Vielleicht bringt er heute mal wieder Mamba rein, vielleicht Munsi. Hat mir besser gefallen, wenn einer von den beiden auf jeden Fall gespielt hat vorne. Einfach nicht so defensiv und so ein Angsthasenfußball wie gegen Pauli und dann ist schon alles gut. Wir können das Geld gebrauchen. 500.000 Euro gibt es, sollten wir ins Achtelfinale einziehen. Das letzte Mal war, glaube ich, 2009, wo wir das geschafft haben. Und ja, das wäre doch einfach mal heute echt ein schöner Abend. Ich sag euch, der Rückweg wird auch noch richtig witzig, aber jetzt mache ich mich auch mal auf den Weg, ne? Und werd hoffentlich auch noch den... Oh, fast ins Wasser gefallen. Also das wäre dann Ende im Gelände gewesen. Wir haben erst eine Stunde vor Anpfiff und es ist weit und breit niemand zu sehen. Keine Ahnung, bin ich hier heute der Einzige oder was? Nein, Spaß beiseite. Mal schauen. Ich bin hyped, ich bin hyped. Da ist es doch schon mitten an der Autobahn, Alter. Da wollen wir rein. Und die Sieger sein, ne? Sehe den Hansa-Bus. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Leider zu spät. Alle Spieler schon drin. Mensch. Der rasende Reporter Max. Man kennt ihn, wieder zu spät. Wir haben eine Stunde vor Spielbeginn. Ich muss unbedingt was trinken. Ey, die Bayern können doch gutes Bier machen, oder? Habe ich gehört. Wir werden der Sache auf den Grund gehen.
Perfekter Platz, Jungs, hinter uns alles leer. Wir haben auch sehr, sehr korrekte Jungs hier neben uns. Und ihr wart gestern schon einfach beim HSV-Spiel, ne? Ja. Ey, muss man mitnehmen, wenn man schon in Bayern ist, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Was sagt ihr denn heute? Ich sage, Sieg 2-1 Verlängerung, klare Sache. Ey, Verlängerung 120. Elfmeterschießen. Wie gegen Heidenheim 3, okay, war ja kein Elfmeterschießen, aber 120. 3-2, geisteskrank. Da müssen wir mal gucken. Richtig geile Sicht hier. Ich habe jetzt schon die Ausstellung gesehen. Malone spielt einfach mal und Riedel als Rechtsverteidiger. Wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, ja gut, auf den Außenbahnen, da hatten wir schon die ein oder andere Schwachstelle. Ja, ein bisschen Spritzigkeit über die Außen. Mbappé, der soll heute mal treffen. Und ja, also hier sonst echt übelst leer bisher. Bierchen alkoholfrei leider nur, ne? Sonst hätte ich mir natürlich eins reingezogen, aber so nicht. Und das Ding ist, in der nächsten Woche bin ich einfach schon wieder hier. Wieder perfekt, so wie gegen Heidenheim. Einfach ein paar Tage später, einfach wieder gleicher Gegner, wieder nach Regensburg. Habe ich Bock drauf. Ja, auch nur Hansa-Fans am Start. Ganzer Block Hansa. So geil. Die Hymne von Regensburg, also die Kurve ist gut gefüllt, muss man sagen. Ja, der Rest ist ganz schön leer. Naja gut, das ist halt nicht die beste Fußballzeit, ne? Mittwoch 20:45, was willst du machen? Auf geht's! Auf geht's! Komm hier, Riedel auf RV, Jungs, auf RV. Bin ich gespannt. Komm, Ecken können wir. Komm gut! Regensburg anscheinend nicht. 1-0 nach 9 Minuten. Geil! Schalo! 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 Riedel! Als ob! Als ob der das Ding gemacht hat. Ich glaub's nicht. Hansa Rostock! Scheiße, Mann! Rauf! Oh, Polke! Maschine! 3-0 Gladbach, Jungs! 3-0! Was ist das denn? Ey! Junge! Leider wohl dann nächste Runde nicht gegen Bayern, ne? Schade! Komm! Schuss! Oh. Unsere Heimat! Unsere Liebe! Unsere Farbe, blau-weiß-rot, 1965, FCA bis in den Tod. Ich glaube, ich habe da vorne Jörg Hane gesehen, Torwartlegende. Ich werde mir gleich Fotos liegen in der Halbzeit. Wir haben gerade die 40. Minute. Ja, da werde ich gleich mal hingehen. Ich glaube, das ist er, wenn er ein Foto machen möchte. Wahrscheinlich so, ey, nerv nicht, keine Fotos. Nein, nicht dahin, Mann! Ey, jetzt nicht vor der Pause, ne? Uiuiui, Hand, ey! Was war das? 1-0! Richtig stark sicher! Wir kommen weiter! Ich mache einfach so ein Video dann. Ja, perfekt, ich mache dann Screenshot oder so, das passt. Danke, ne? Torwart-Legende!
Geil, Jörg Kahne, Jungs. Hier in der Halbzeit, ein echter Hertha-Fan. Ich bin der Kalle, ich wohne in München. Und ja, ich grüße meine Mutter und meine Schwester und meinen kleinen Hund. Denkst du, wir kommen weiter, ja, ne? Klar. Ja, easy. Zweite Hälfte geht weiter. Komm, Jungs. Wir brauchen die Bude. Eieieiei. Und was sagt ihr? Die Wurst ist kalt, oder was? So eine Scheiße! Gar nichts! Gar nichts! Geil, Alter, einfach der kalte Boden. Jetzt! Ja! Mamba! Mamba! Niemals im Stich, niemals! Hansa forever und unendlich! Für immer und ewig! Und auch bei Windstärke 10. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen. Mama! Also wenn das jetzt noch außer Hand gegeben wird, dann weiß ich auch nicht. Sieht gut aus. Ey! Was? Yes! Guckt euch mal das Stadion an. Alles voller Nebel. 70. Wir führen noch 2-0. Ah, wäre das geil, wenn wir weiterkommen, Mann. Da hat sich die Reise doch wieder gelohnt. Aber jetzt hinten sichern. Komm! Nein! Als ob, genau dann wenn ich... Ey, meine Fresse, Alter. Na, ey, 20 Minuten jetzt wieder. Scheiße, Mann. Ich sag's euch ehrlich, jetzt hab ich Angst. Ich glaub's nicht. Auf Mutti. 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 Weiter. Genau. Schön, Monty! Ja! Ja! FCA! Ach du Scheiße, ey! Oh mein Gott, ich hab so Angst jetzt! Wir sind für dich da, FC Hansa. Eieieiei. Komm, 2 Minuten noch. 4 Minuten Nachspielzeit, komm. Das wird was. Latte. Es ist einfach nicht zu glauben, ne? 2-0 Führung. Und es hat sich einfach angedeutet, Mann. Aber die Köpfe sind jetzt wieder unten, ey. Das ist doch wieder scheiße für die Moral, Mann. Ey, Verlängerung, Mann. 2-0 geführt, Alter. Ich kann nichts mehr dazu sagen, sag ich dir ehrlich. Mir fehlen die Worte, ne? 2-0 geführt. Ich hoffe, die Jungs sind überhaupt noch da mit dem Kopf, ne? Keine Ahnung. Für den FC Schwolle Regensburg, Torschütze zum
Unglaublich. Neid hat. Hey, das wird doch nichts mehr, Mann. Na komm, lauf! Zieh! Ja, komm! Tschüss! Ja! Schieß bitte auf das Tor jetzt, ey! Bitte, bitte! Komm, Kolke, Regel! Oh, Scheiße! Auf der Seite, oder was? Oh nein, Alter! Was machen wir jetzt? Gehen wir weiter nach da oder bleiben wir? Wir gehen weiter, komm! Elva, schieß nicht, glaub's nicht! Wir haben uns ein bisschen weiter hier reingescannt. Markus Kolke! Direkt bei den Regensburg-Fans, ey. Ja. Links unten hält er. Hält zu. Elferschießen bei Hansa ist immer schlechter eigentlich. Eigentlich immer. Auf der Regensburg-Seite, das gibt's einfach nicht. Mach ihn. Ja! Sauber! Komm! Meine Fresse! Mach ihn bitte, 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 bitte! Yes! Yes! Richtig. 5-5. Bitte, Kolke, komm. Du machst das jetzt. Komm, mach ihn rein! Hallo Behrens, du bist es! Komm an! Mach ihn! Hallo Behrens! Ja! Yes! Hansa! Ich kann nicht mehr, Jungs, was ist das hier? Komm! Scheiße, Mann! Oder was? Ja. Komm, Doppelcam, Jungs! Komm! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Au. 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 Au.
wahrscheinlich legendär stabil, Digga. Ich sag's euch, ich hab schon nicht mehr dran geglaubt. Was geht hier ab? Mal wieder den Ehrenmove. Hanno mit seinem Ehrenmove. Der verschenkte die Trikots. Auch schon in Heidenheim. Was ist das für ein Vlog? Markus Kolke! Markus Kolke! Markus Kolke! Ey, was ein geiler Tag, Jungs. Ich sag's euch ehrlich. Das Spiel ist aus und ich glaube, keiner von uns hier hätte das noch für möglich gehalten. Also, ja. Nee, keine wirklich. Sprachlos! 0%, 0% mehr beliebt, als er gesagt hat, es ist noch eine Minute Nachspielzeit. Ja. Der war einfach vorbei. Und dann kommt Breyer. Wir waren alle gebrochen. Wir waren alle gebrochen. Ich, also, 2-0 Führung. Verlierst du eigentlich schon das 2-2 in der 90. Liegst 3-2 hinten. Verletzen sich noch unsere Spieler. Wir haben 5-mal ausgewechselt. Und ich denke mir so, ja, das war's jetzt. Aber krass, die Moral. Wir hatten wirklich nicht viele Chancen, ne? Also wir jetzt in der Verlängerung. Ja, wir waren deutlich, wir waren so unterlegen. Deswegen, man hat einfach nicht dran geglaubt. Aber ja, irgendwie ist das Tor passiert in der 120. Minute. Und dann ja, dieses Elfmeterschießen. Elverknolzen gewonnen, beste. Ja, Elverknolzen gewonnen. Vor allem eigentlich in der Hansa-Vergangenheit immer im Elverschießen relativ schwach gewesen. Immer rausgeflogen. Ja, immer, ja, ne? Genau. Aber heute ist es mal anders gewesen. Jungs, ich hoffe, euch hat dieser Stadion wieder gefallen. Also das ist wirklich einer der legendärsten und den kannst du dir auch noch in 5 Jahren angucken. Hanel gesehen, Foto gemacht. Ey, nee, was alles passiert ist, ihr habt es ja gesehen. Und ja, schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Noch richtig korrekte Jungs hier getroffen. Und jetzt geht's so halbwegs nach Hause. Ich muss jetzt 6 Stunden wach bleiben. Um 6 Uhr morgens fährt meine Bahn. Aber das Video wird geschnitten in der Zeit. Und ja, dann hoffe ich, dass wir am Wochenende gegen Düsseldorf nachlegen. Das zählt dann natürlich auch. Geld ist wichtig für einen Verein jetzt zum Weiterkommen. Aber das Wichtigste sind Punkte in der zweiten Liga natürlich gegen Düsseldorf. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Ihr könnt gerne nochmal was sagen zum Abschluss. Hau rein, Freunde. Grüße gehen raus an Vinny und Joris. Nice. Und an Tim. Ganz Grüße richtig. Gehen raus an Tim. Ja. F, dass du nicht dabei bist. Wir freuen uns aber. F in den Chat. Die wichtigsten Grüße an meinen Bruder Timon, der jedes Video guckt, so wie ich, aber er guckt sie früher. Alter, was ein Ehre, Mann, ne? Einfach nur Kuss. Also, haut rein.